gehen wir nach Hause, oder? Warte, irgendwas ist hier faul. Was? Räuber! Oh nee. Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt. Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet. Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Oh nein. Unsere Familie. Natürlich ist der Ausgang weg und jetzt müssen wir uns um unser Haus sofort. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. Da vorne, da unten, da unten, da unten. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Na los. Und wo sind wir? Wir sind auf... Lookout Point. Ja, ich weiß, was es ist. Genau. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben? Wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace, Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ja, das ist die Heldengilde. Geht's jetzt weiter. Stärke Erfahrung kann man werden, stärker der Bude zu verbessern. Ja, wie gesagt, der Charakter. Das ist bei Fable, wie gesagt, fand ich am besten von allen, wie gesagt, das
Durch die Attribute und alles Mögliche ändert sich alles. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald, aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen. Oh. Der Arme. Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hört es sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Ja, vielleicht. Nein, ich wollte nicht mit. Naja, Scherz. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's. Ja, ich wollte mich aber noch ein bisschen hier umsehen. Noch ein bisschen abluten. Danke. Hier fehlt mir nichts Interessantes. Ah. Das sind die Hauptschlafsäle. Zum Glück müssen wir hier nicht schlafen. Riecht etwas komisch. Ich finde nichts Interessantes. Wo müsste was drin sein? Ja, sieht man doch. Körpertätowierungen. Ihr findet nichts. Nichts. Die große Liebe. Ein neues Buch. Geht doch. Ja, die Bücher sind auch ganz... So, das jetzt? Okay. Na gut, gehen wir jetzt rein. Gehen wir jetzt zu ihm mal hin. Sieh mal an, der zähe alte Gildenmeister. Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Hierher, Freundchen. Also kommt, lasst mal sehen, was in euch steckt. Na, Silberschlüssel, 20 Stück. Okay, gut. Seid ihr bereit? Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Okay, gut. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Ausrüsten. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier? Lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen.
Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Okay, gut.